Und dann langsam Becken sinken lassen. Ein Atemzug öffnen den Sphinx. Und dann mit der Ausatmung lass die Stirn sinken, nimm die Arme entlang des Körpers, beug die Beine für Dhanurasana. Greif die Außenseite der Füße, verwurzel tief in die Erde und dann gib den Impuls, umzuheben in Dhanurasana. Wieder etwas lösen, ganz klein bisschen lösen und einatmen, fest verwurzeln in die Erde. Das gibt die Kraft, umzuöffnen. Ausatmen. Und noch einmal einatmen, heben und öffnen. Mhm. Genau. Wirklich spüren, wie auch viel Kraft in die Beine kommt, sodass sich der Herzraum etwas öffnen darf, wie sich der Mund und Kopf etwas entspannen darf. Und ausatmen, zurück für Pranam, Ellbogen zur Erde und die Pause genießen. Sanft das Becken von Seite zu Seite schaukeln. Mhm. Und immer wieder, jedes Mal, wenn wir hier sind in Pranam oder Prostration, dann ist es eine Gelegenheit, um Spannung abzugeben, um Stress abzugeben, um schwerer zu werden, um loszulassen. Mehr in diesen Zustand von Entschleunigung und Ruhe, auftanken, aufladen, eins werden mit dem Element Erde. Vielleicht auch so ein Gefühl von Dankbarkeit für die Erde, für das Nährende, was die Erde uns gibt.